Roulette Live Gambling im Internet Casino. Mit live drehendem Croupier. Gespielt wird heute das System Fibonacci. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember 2008. Ich habe mich, wie Sie sehen, bereits in das Internet Casino eingeloggt. Erfreulicherweise ist dort heute mal etwas los, wie auf dem Videofilm sehen. Laufen in dem Casino mehrere Spieler herum und setzte sogar auch an dem Tisch, an dem ich jetzt spielen will. Ich will hier nochmal dazu Folgendes sagen: Ich führe das Geschehen im Casino live ab und werde es auf dieses Video legen, und Sie können es sich auch direkt im Internet später auf den Videoplattformen ansehen. Meine Kommentare erfolgen live in englischer Sprache. Ich habe hier einen Übersetzer installiert, der das direkt in die deutsche Sprache und auch in die französische Sprache überträgt. Es ist möglich, dass es hier zu Übersetzungsfehler kommen kann, aber als Profispieler werden Sie sicher sofort erkennen, was gemeint ist. Heute spiele ich nach dem System Fibonacci. Dieses System ist sehr kompliziert, und wenn Sie es ebenfalls spielen wollen, sollten Sie unsere Software, die Sie ja kostenlos im Internet beziehen können, daneben gelegen. Die Software sagt nach jedem Krug, auf welche Nummern ein Satz zu tätigen ist. Ich habe übrigens hierüber auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt Fibonacci Trading und ist im Buchhandel weltlich erhältlich. Das Buch beinhaltet allerdings die gesamte Materie Fibonacci für das Trading an der Börse. Aber die Systeme darin kann man auf politische ganz einfach umsetzen, auch wenn sie sehr komplizierte. Deshalb ist es schwierig für einen Spieler im Casino dieses System zu spielen, weil es sehr kompliziert ist. Aber wenn man die Software hat und immer die letzten Zahlen eingibt, dann ist es kein Problem, weil die Software nach jedem Krug genau berechnet und ansagt, was zu setzen ist. Wie Sie sehen, haben wir heute wieder eine Frau als Croupier. Nach dem System habe ich die entsprechenden Warcoops absolviert, und jetzt sagt mir die Software, nachdem ich die letzten Zahlen eingegeben habe, ich soll auf den Kellerbereich 14 bis 12 sitzen, was ich nun auch tue, was ich jetzt auch tue. Ich habe jetzt den Satz gesetzt. Nun dreht sich die Frau den Kessel mit sehr vielen Umdrehungen, und wie Sie sehen, die Kugel fällt in die Nummer 18. Hervorragend. Die Nummer 18 Uhr der Gesetz gesetzt. Gewonnen. Jetzt gebe ich auch das in die Software ein, und die Software sagt mir, ich soll auf den Kesselbereich 33 bis 36 sitzen. Nun setze ich die Stücke auf dem Tableau des Kesselbereichs 33 bis 36, und die Frau im Casino am Kessel greift in den Kessel hinein und dreht die Kugel, nachdem sie auf der Anzeigentafel gesehen hat, dass ich einige Stücke aufs Tableau gelegt habe. Es fällt die Nummer 23. Fantasie, auch die Nummer 23 Uhr gesetzt. Gewinn. Jetzt gebe ich auch das in die Software ein, und die Software sagt mir, für den nächsten Krug auf 14 bis 5 setzen. Das tue ich nun. Wie Sie an meinem Rundetisch sehen, selbst dann noch jemand anders, der direkt am Tisch im Casino steht und merkwürdigerweise auch die gleichen Zahlen. So, und nun greift wieder die Frau in den Kessel und dreht, und der Kessel und die Kugel rollt. Es fällt die Nummer 12 in Nummer 12, das ist leider ein Verlust, denn ich habe ganz woanders gesetzt. Leider diesen Brückenkopf verloren, diesen dritten Druck verloren. Aber was soll es, ich habe ja in den beiden Gewinnskoops genügend Stücke geworden. Nun sagt mir die Software, ich soll auf den Gästesektor 7 bis 0 setzen. Na, das ist doch komisch, das ist genau der Kesselsektor, der jetzt gefallen ist, aber was das System sagt, das mache ich auch, also setze ich die Stücke. Jetzt warte ich, dass die Frau im Casino den Kessel dreht, und jetzt greift die Frau in den Kessel und dreht die Kugel. Und die Kugel und Decke sowohl, und es fällt die Nummer 7. Die 7, hervorragend, die 7 habe ich gesetzt. Gewonnen. Ach, ist das schön, wenn man immer so schön gewesen. So schön gewonnen macht Spaß. Jetzt sagt mir die Software, ich soll den Kesselbereich 0 bis 25 setzen, und das mache ich jetzt bereits, meine Stücke habe ich bereits hingelegt. Jetzt warte ich wieder darauf, dass die Frau im Casino den Kessel dreht. Und jetzt greift sie auch wieder in den Kessel und sie trägt die Kugel,
und die Kugel rollt, die Kugelrollen rollt und rollt. Und jetzt fällt sie in das Fach Nummer 19. Wunderbar gewonnen, die Nummer 19 wurde gesetzt und schon wieder ein Gewinn. Fünfmal gesetzt und nur einmal verloren, aber viermal gewonnen, bis jetzt. Jetzt sagt mir die Software, ich soll auf den Kessel Sektor 33 bis 11 sitzen. Ich platzierte meine Stücke und jetzt warte ich darauf, dass die Frau wieder im Casino den Kessel dreht. Sie dreht den Kessel und jetzt rollt die Kugel, und es wird die Nummer 24. Wunderbar, fantastisch, die 24 wurde gesetzt. Schon wieder gewonnen. Nun habe ich das in dieser für eingegeben und die Software sagt, ich soll den Kessel Sektor 34 bis 19 setze. Ich platziere meine Stücke und nun liegen sie schon auf dem Tisch und jetzt greift die Frau in den Kessel und dreht die Kugel. Und die Kugel läuft und läuft und läuft und die Kugel fällt ihm die Nummer 14. Die Nummer 14 leider in einem ganz anderen Bereich, verloren. Der zweite Verlust. Jetzt sagt mir die Software, ich soll auf den Kessel Sektor 25 bis 11. Ich setze meine Stücke und sie liegen bereits auf dem Tisch. Und die Frau im Casino greift schon wieder in den Kessel und dreht die Kugel. Und die Kugel fällt in das Fach Nummer 34. Gewinn, jawohl gewonnen. So, und nun mache ich die letzten Krug. Die Software sagt, ich soll den Kessel Sektor 12 bis 9 sitzen. Ich platziere meine Stücke und warte, dass die Frau im Casino jetzt den Kessel dreht. Und jetzt dreht die Frau den Kessel und es kommt die Nummer 9. Die 9 wurde gesetzt, liegt aber ganz genau am Ende des Sektors, der gesetzt werden musste. Dadurch nochmal Glück gehabt. Aber gewonnen. So, und nun eine Bilanz, denn ich höre jetzt auf 9-mal gespielt und 7-mal gewonnen, nur 2-mal verloren. Ein fantastisches Ergebnis. Das war's. Thank you.